Liebe Zuschauer, meine sehr geehrten Damen und Herren, da sind wir wieder. Ich begrüße Sie hier bei der täglich aktuellen Nachrichtensendung im Mittelerzgebirgsfernsehen. Herzlich willkommen zu Megional am Freitag, Arbeitswochenende und Monatsbeginn, der 1. Juli. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind und eingeschaltet haben. Und damit sage ich Hallo, guten Abend und Glück auf. Sportlich soll es losgehen heute im Megional. Die Zahl der Teilnehmer der folgenden Radtour war dieses Jahr dezimiert. Ohnehin kann man in Anbetracht der Strecke von Marienberg nach Prag und zurück, also 333 Kilometer, eher von einem übersichtlichen Starterfeld ausgehen. Wie viele Pedalritter auf ihren Drahteseln die Strecke in Angriff genommen haben, zeigen wir Ihnen jetzt. Und achten Sie mal auf die Landschaftsaufnahmen. Einfach traumhaft. Erzgebirge 2x quer XXL. Am 19. Juni, also dem Sonntag vor Sommersonnenwende, ging eine Handvoll Radfahrer 3 Uhr morgens auf Tour. Ihr Ziel? Die tschechische Hauptstadt Prag. Das Wetter dieses Jahr wieder blendend und die Fahrt daher recht angenehm. Durch den Zachengrund zum Neuehaus, nach der Ritterschrie ins Tod, grot aus, reich der Arschel lieber hinter raus. Für die Strapazen auf der 333 Kilometer langen Strecke hin und zurück wird man aber landschaftlich fast auf der ganzen Tour belohnt. Werden nicht die Brems gedrückt, mit dem Radl wird ordentlich abgeknickt, aber es ist ohne Nachsplit. Und an Vorderrot brauchst du gute Handschuhe oder Nervenausdruck. Ja, rot vor, sei mit dem Radl unterwegs, immer so der Nuss, nur unordentlich groß gegangen. Rot vor, ob du jung bist oder alt, kriegst du Wadeln wie die Baumstämme im Erzgebirgskauwald. Von Fichtelberg über den Ritterschrien und unten auf zum Stadler. Links Richtung Sockendorf und was noch schafft, fahrt überm Grenzkrom und tritt das Schwarzwasserhut. Gen die offen Blässbar. Für die Ohren gab es dieses Jahr neben den vielen Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt auch jede Menge. An jeder Ecke und auf den Brücken der Stadt musizierten unzählige Kombos in den verschiedensten Musikrichtungen. War es fast schon schade, den Weg nach Hause wieder antreten zu müssen. Die Fiss euch auf der Ofenbank. Oh, ich heit blaue Bar. Tram die ganze Nacht vom Straßenrand gestarrt. Rot vor. Des Nachts reisten alle wieder wohlbehalten in Marienberg an. Erzgebirge 2x quer XXL ging damit am späten Abend des 19. Juni 2016 zu Ende.
Nicht nur landschaftlich kann man sich in Böhmen ein Auge holen. Darüber hinaus gibt es auch so sehr viel zu entdecken. So zum Beispiel in der Kirche, die im Oktober 1975 um genau 841,1 Meter auf Schienen zu ihrem heutigen Standort verschoben wurde. Frank Langer hat sich auf die Reise begeben und sich vor Ort vor allem im Inneren umgeschaut. Die Dekanatskirche Maria Himmelfahrt im tschechischen Most ist allein schon einen Ausflug wert. Schließlich ist sie das letzte bautechnische Zeugnis des alten Brücks. Berühmt wurde sie, als die Stadt Most in den 1970er Jahren dem Kohlebergbau weichen musste. Mit einem hohen technischen Aufwand wurde das spätgotische Bauwerk aus dem 15. Jahrhundert auf Schienen rund 850 Meter in einem Bogen an den jetzigen Standort gefahren. Das Souterrain, der Unterbau der Kirche, dient dem Nordböhmischen Museum als Ausstellungsfläche. Genau die war am Abend des 24. Juni auch Veranstaltungsort zur Eröffnung der neuen Ausstellung Grenzweg. In dieser Schau zeigen sächsische, aber vor allem erzgebirgische Künstler noch bis Ende September ihr Schaffen. Inspiriert von den Kunstraumausstellungen auf der Augustusburg, in Dresden, Beeskow und in Marienberg hat der Direktor Peter Swoboda mit Unterstützung von Constanze Ulbricht, Leiterin der Baldauf-Villa, eine Sammlung zusammengestellt, die die Vielfalt erzgebirgischen Kunstschaffens verdeutlicht. Ja, also bei der Vorbereitung dieser Ausstellung war ich ja bei 47 Künstlern vor Ort zu Hause. Wir haben mit dem Fotografen alles fotografiert, was hier ausgestellt wird. Und ich muss ehrlich sagen, wir können stolz sein auf unsere Künstler. Viele der Künstler, aber auch kunstinteressierte Tschechen waren zur Eröffnung zu Gast und schauten sich die Zusammenstellung an. Der Direktor erläuterte dazu auch kurz, wie er jetzt die erzgebirgische Kunstszene sieht. Ich hatte eine kleine Bedingung vor der Ausstellung, dass ich gemeinsam mit Konstanz die meisten Atelier persönlich besuchen wollte, ausgenommen vielleicht 3, 4, und persönlich auch die Menschen kennenlerne und dass ich auch die Werke auswählen kann, die in die Galerie passen. Also, was mich erwartet hat, waren sehr angenehme Begegnungen mit angenehmen Menschen und letztendlich waren es angenehme Reisen durch eine wunderschöne Landschaft, durchs Erzgebirge, und diese Landschaft prägt ja auch letztendlich die Kunst. Haben die vorangegangenen Ausstellungen geholfen, diese hier vorzubereiten? Sie waren ein Türöffner, weil man gemerkt hat, wenn man zusammen etwas ausstellt, ist man auch stark, man ist zusammen eher präsent. Natürlich diese Kirche hier und diese Ausstellung hat natürlich viele Künstler auch bewegt, hier dabei zu sein. Und wie sehen die Künstler, welche mitunter lieber allein ausstellen, nun diese Exposition? Detlef Lieferts, einer der ausstellenden Künstler, steht dem recht positiv gegenüber. Ich finde es sehr gut. Wir kennen es zwar alle aus der Region, aber ich finde es ganz gut, dass das hier stattfindet, weil das mal, wie schon gesagt wurde, grenzüberschreitend ist und somit natürlich auch der Titel zum Tragen kommt. So eine Ausstellung zusammen zu machen, machen Sie das auch gerne hin und wieder? Das wird für meine Begriffe zu wenig gemacht. Früher gab es ja die Kunstausstellungen, die zentralen Kunstausstellungen, so wie das immer bemängelt wird, aber ich fand das immer ganz gut, weil es ja immer eine Übersicht gab. Die wurde zwar kuratiert, aber naja, also trotzdem, junge Leute konnten da trotzdem mit ausstellen und so. Und das wird auch, ist auch in Leipzig zum Beispiel, in den Städten, wo Kunst, sagen wir mal, floriert, ganz wenig. Immer nur Personalausstellungen, aber so Kunsthallen, Charakter wie Leipzig hat auch keine Kunsthallen, das ist interessant. Das finde ich sehr gut, dass man alle zusammen, da muss ich auch mal miteinander treffen kann und so, ne? Das ist wichtig. Bis 27. September ist die Ausstellung in der Dekanatskirche Maria Himmelfahrt zu sehen. Täglich, außer montags, ist die Schau von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Genau heute vor einer Woche stand der Dachstuhl des Möbelhauses Vogler in Hohndorf erneut in Flammen. Bereits zum zweiten Mal wurde die Existenzgrundlage der Inhaber stark in Mitleidenschaft gezogen. Aber wer die Voglers kennt, weiß, dass sie sich nicht unterkriegen lassen. Und so steht eine neue Eröffnung in Hohndorf an, wenn auch in einem anderen Gebäude. Frank Langer mit den Details. Manche würden verzweifeln. Bereits zum zweiten Mal ist das Möbelhaus Vogler in Hohndorf ein Opfer der Flammen geworden.
Am 25. Juni brannte der Dachstuhl auf einer Seite komplett nieder. Auch die Feuerwehr, die im Gebäude untergebracht ist, verlor dadurch ihre Räumlichkeiten. Würden hier verständlicherweise die meisten die Flinte ins Korn werfen, kommt das für die Familie Vogler nicht in Frage. Bereits eine Woche später wurde im ehemaligen MZ-Werk in Hohndorf ein vorübergehendes Domizil bezogen und am 30. Juni eröffnet. Dort hatten sie auch zahlreichen Besuch, aber ganz wichtig, ihren Humor nicht verloren. Genau, Dirk, wird er jetzt ein bisschen Angst? Da drüben wird gerade... Nicht wirklich. Die Mitarbeiter waren eigentlich schon geimpft. Der Dirk sollte jetzt eigentlich woanders sein. Nee. Aber ihr habt euch den Humor behalten. Das, ja. Das ist entscheidend, oder? Ja, ich meine, manches lässt sich wirklich nur mit Humor und Leichtigkeit abweisen. Wenn man jetzt sich jetzt hinsetzt und sagt, was ist jetzt an Schaden entstanden, und man fängt da an und vergräbt sich ein, das wird nicht gut. Also da baut man sich selber nicht auf. Und wir sind eigentlich zwei, wir haben auch sicherlich unsere Tiefs, aber die sind Gott sei Dank immer zeitlich versetzt. Also, dass wir uns gegenseitig motivieren können und können sagen, okay Mensch, guck, dass man versucht mal die Medaille von der Seite zu betrachten und versuch's mal so zu sehen und Alternativen jetzt zu grübeln und zu sagen, hetzte und wenn's der hetzt, dann nützt gar niemandem was. Und es ist jetzt einfach so und wir hoffen, dass man da, der Architekt war schon da, der hat sich Gedanken gemacht, was wir jetzt mit diesem Gebäude machen können, wie wir das erhalten können. Wir wollen ja das Traditionelle, das Haus ist über 200 Jahre alt und ist ein Wahrzeichen eines der ältesten Häuser von Hohndorf. Ja. Und dass wir das jetzt nicht einfach wegschmeißen wollen und immer halten wollen. Und da denke ich, der Architekt hat eine ganz spannende Aufgabe, das wieder zu verknüpfen mit den doch modernen Anbauten vorne und hinten und in der Mitte das Traditionelle. Ich bin mal gespannt, wie das dann mal in Zukunft aussehen wird. Was vielleicht auch noch ganz, sag ich mal, gut ist, dass wir uns damals nicht entschieden haben. Erstens sicherlich dahin, weil wir ja in der Entschädigungszahlung nie so schnell waren, dass wir da oben wieder reingezogen sind und wir erstmal 4 Monate damals in der Übergangswohnung waren. Das war eigentlich für die Familie das Schlimmste, dass die Wohnung noch weg war, das Zuhause, alles. Und wir uns für einen außenstehenden, sag ich mal, Wohnort entschieden haben, wo es uns zwar erst mal gar nicht gefallen hat, aber mittlerweile waren wir eigentlich so weit, es hat uns das gefallen und das war richtig, weil wenn wir jetzt noch mal Wohnung und alles verloren hätten, dann weiß ich nicht, ob wir die Kraft gehabt hätten, weil jetzt haben wir Rückzugsort, Ordnung und eins haben wir uns auch auf den 4 Stunden Rückfahrt gesagt, wir geben unser Leben nie wieder auf, wir können uns nicht noch mal 1,5 Jahre in so einen Notstand versetzen, das machen wir körperlich und nervlich nicht mit. Dirk, für dich war die Hilfe gleich da, das machen wir zusammen, das geht zusammen. Natürlich, das war der erste Gedanke. Ich meine, das sind meine besten Freunde und ein Brand reicht sicherlich für 10 Leben, aber 2 Brände ist irgendwie unvorstellbar, dass in sowas geschehen kann. Ich denke, da denken wir dann nicht weiter drüber nach. So. Da war es auch gleich, pass auf, ich habe da was für euch. Ich glaube, das ist eigentlich entstanden im Laufe des Abends, Schritt um Schritt. Also der erste Gedanke war erstmal alles, was wir dort rausräumen, irgendwo unterstellen zu können, dass es nicht im Regen steht. Der Rest ist dann irgendwie im Laufe des Abends, Verena sagt dann, ich habe da eine Idee. Ja, das ist dann entstanden. Nein, weil erst bestellen sie in unser Lager, da sage ich, das machen wir nicht, weil da bringen wir vielleicht Gestangen oder irgendwas rein. Ich sage, Dirk, dein Glashaus ist doch leer, das stellen wir erstmal dort rein. Und irgendwann dann nach Mitternacht sage ich, na, wenn es einmal hier steht, das sieht doch aus wie ein Möbelhaus. Und da war eigentlich dann Sonnabend früh schon klar, Möbelhaus. Wir müssen so schnell wie möglich wieder zurück an die Pipeline, das heißt, wir müssen für unsere Kunden da sein. Und wir wissen, dass die Kunden waren beim ersten Brand für uns da und die sind nur diesmal da, weil die wissen, wir kämpfen und die geben alles und unterstützen das. Und unsere Auftragsbücher sind Gott sei Dank voll, dass wir jetzt so eine kleine Talfahrt mitnehmen können, aber dann auch wieder durchstarten. Also es wird nach wie vor auch dann hier an diesem Ort euer gewohntes Programm geben, oder? Das ist ja, sicherlich. Unsere Produktion läuft ja weiter, da ist ja Gott sei Dank nichts. Wir haben diesmal alle Werkzeuge, das Lager ist proppevoll, die Kollegen haben zu tun und ja, wir sind mit allen Dienstleistungen da und jeder weiß, was wir sagen, dazu stehen wir und wir werden nur die Kraft haben, den Verkauf hier durchzustehen. Sicherlich diesmal etwas länger als die letzten 3 Monate im Baucontainer, aber das stehen wir durch. Auch wenn das sicherlich im Stress und der vielen Arbeit etwas unterging, in ruhigen Minuten und Stunden werden die Voglers sicherlich hin und wieder alles in Frage stellen. Aber den Kopf in den Sand stecken kennen die beiden nicht. Kann man nur wünschen, dass die Kunden auch dieses Mal zur Stange halten. Der Mut und die Energie der Voglers ist nur zu bewundern.
Drehbach mit Entgegenkommendem kollidiert. Die S228 aus Richtung Zschopau in Richtung Scharfenstein befuhr am Donnerstag gegen 13.05 Uhr der 45-jährige Fahrer eines Pkw der Marke Opel. Etwa 900 Meter vor dem Abzweig Griesbach kam der Opel in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Dabei wurde die VW-Fahrerin leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 5.000 Euro. Und die Geschwindigkeiten werden am Montag unter anderem in Marienberg auf der Karlstraße und im Stadtzentrum Zschopau kontrolliert. Darüber hinaus verstecken sich auch wieder die Kontrolleure im Auftrag des Landratsamtes an den üblichen und bekannten Stellen. Also da, wo der dunkel- oder hellgraue Caddy gesichtet wird. Und auch die Videomessfahrzeuge der Polizei sind auf der B174 und B101 wieder unterwegs. Deshalb, meine lieben Zuschauer, Augen auf und Fuß vom Gas. Aber es gibt auch Behinderungen im Straßenverkehr, wie zum Beispiel zwischen Ortsausgang Olbernhau bis zum Ortseingang Halbach. Denn hier werden voraussichtlich noch bis zum 16. Juli Abwasserleitungen verlegt. Die Umleitung über Seida und Heidersdorf ist ausgeschildert. Heute Abend und in der Nacht ist es im Großen und Ganzen leicht bewölkt. Bei einer Niederschlagswahrscheinlichkeit mit um die 15% ist aller Voraussicht nach nicht mit Regen zu rechnen. Ebenfalls relativ stabil und recht mild sind die Nachtwerte. In Olbernhau werden zwischen 15 und 19 Grad erwartet, in Marienberg 17 bis 18 Grad und Zschopau 16 bis 19 Grad. Der Wind weht gering mit um die 7 km/h aus Süden. Zum Samstag zeigt sich der Himmel anfangs leicht bewölkt, doch im Laufe des Tages schummeln sich immer wieder ein paar Regenschauer herein und am Abend wird es dann überall mal nass werden. Die Sonne gibt sich trotz alledem richtig viel Mühe und sorgt für versöhnliche Temperaturen in Olbernhau mit Werten zwischen 12 und 22 Grad. In Marienberg pegelt sich das Quecksilber zwischen 11 und 20 Grad ein und in Zschopau 15 bis 24 Grad. Der Wind weht aus südwestlicher, teils westlicher Richtung mit 7 und in den Spitzen mit bis zu 14 km/h. Also entweder Sie nehmen den Regenschirm für das Outdoor-Rudelgucken zum Deutschlandspiel um 21 Uhr mit oder Sie schauen sich das Spektakel gegen Italien im Trockenen an. Der weitere Ausblick, meine lieben Zuschauer, auch durch den Sonntag zieht sich das Muster der vergangenen Tage. Ganztägig Sonne, nur vereinzelte Wolkenfelder, Niederschläge sind kaum bis eigentlich gar nicht in Sicht. Und bei einer Regenwahrscheinlichkeit von lediglich 10% ist davon auszugehen, dass der Sonntag seinem Namen alle Ehre macht und der Schirm getrost zu Hause bleiben kann. Die Temperaturen bewegen sich über den Tag gesehen im Rahmen zwischen 16 und 19 Grad bei leichtem Süd-Südwestwind mit Geschwindigkeiten von 4 und in den Spitzen mit bis zu 11 km/h. Das Wochenende ist vorbei, aber das Wochenendwetter bleibt. Der Himmel ist am Montag leicht bewölkt, mit Regen ist nicht zu rechnen und mit den Temperaturen geht es leicht bergauf. Über den Tag erklimmen wir die 20-Grad-Marke und der Wind weht weiterhin aus südwestlichen Richtungen. Ja, so viel zum Wetter. Wenn Sie wissen möchten, ob es denn die komplette nächste Woche dann auch so schön bleibt, tja, das verraten wir Ihnen erst am Montag. Als kurze Randnotiz, heute ist der internationale Witztag. Das Ziel ist es, den ein oder anderen Lacher in die Welt zu schicken. Und ganz nebenbei ist ja Lachen bekanntermaßen auch noch gesund. Übrigens, man benötigt beim Lachen 17 Gesichtsmuskeln, also sportfrei, meine lieben Zuschauer. Und das war's auch schon für Megional am Freitag. Es ist schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben und wieder mit dabei waren. Mit den aktuellen Nachrichten für und aus unserer Region sind wir natürlich wieder pünktlich am Montag zum Wochenstart hier für Sie zur Stelle, wenn Sie denn mögen. Und an dieser Stelle noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Auf vielfachen Wunsch senden wir unseren Wochenrückblick mit den Geschichten und Berichten noch häufiger am Tag, so zum Beispiel extra um 8.30 Uhr und 11.30 Uhr. Die genauen Sendezeiten, die können Sie gerne noch mal nachlesen auf unserer Homepage, die da wäre www.mef-line.de. Und ab der Videotexttafel 112 können Sie auch da mal schauen. Damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend, ein tolles Wochenende und sage Tschüss. Bis bald.